Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute in kurzer Buchse, denn hier im Studio ist eine Höllenhitze. Wir sind heute wieder in unserem Rennsetup von Race Room unterwegs, wie immer im RR3033 und wie immer ist das CSL Elite Racing Wheel verbaut von Fanatec. Wir wollen heute wieder ein bisschen Go-Kart-Feeling bringen. Wir werden hier mit dem Franz Competition FR90 an den Start gehen. 10 Runden, P7, 96er KI, so viel zu den Eckdaten und Rahmenbedingungen. Strecke? Natürlich. Meine Lieblingsstrecke. Und wir halten uns immer ein bisschen noch zurück am Start. Bis sich das Feld ein bisschen sortiert hat. Und ich habe vorhin schon ein bisschen Warm-up gefahren und habe festgestellt, jo, die Kiste rutscht hier ungemein beim Anbremsen. Also, wir sollten mit einem verlängerten Bremsweg rechnen. Okay, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen später anbremsen. Und auch unser Vordermann dreht sich ein bisschen. Hier hat also jeder so mit dieser Eigenart zu kämpfen. Oh, ein bisschen spät eingelenkt. Aber die Position gehört uns. Und da kommt der Dreher. Was für eine Reaktion. Ich wollte schon links vorbei, aber das wäre die Kollision gewesen. Und der nächste Dreher. Well done, Joe. Great move. Keep it up. Ja, wenn man ein bisschen zu früh aufs Gas geht und zu kräftig, dann kommt es natürlich zu einem Dreher. Leicht die Bande touchiert. Und ratzfatz geht schon hier in die erste Hälfte des Rennens. Boah, er drückt mich ein bisschen raus. Und ich möchte behaupten, dass ich auf meiner Spur auf jeden Fall war. Dann machen wir es doch genau mal so wie er. Ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Clark ahead is
is increasing. It's now 1.1 seconds. Also wenn ich schon so Probleme habe hier bei den Kurven, dann will ich mal wissen, wie das Ding hier in Macau abgeht. Und das nicht um die Ecke kriegt. The gap to Nebu behind is now 1.3. That was a 45.94. There's an incident in the chicane. It looks like Dagord and Plateau and White Flag, mate. Muss ich noch mal kurz runter vom Gas. Hard left. Hold your line, left side clear. Also ich muss ja sagen, das ist schon ein Höllenkampf hier in der Hitze. Schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, wer trotzdem bei so einer Hitze im Studio sitzt oder in den Rennsitz, um seinem Hobby nachzukommen. Es geht bereits in die letzte Runde. Aber das war gerade wirklich mit der Brechstange durch. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich muss mir das in der Wiederholung nochmal anschauen, ob ich die Spur verlassen habe, also meine Spur. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich hinten erst touchiert hat und ich deswegen rübergerutscht bin. Aber wir lassen es mal so stehen, dass es mein Fehler war. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Es war mal wieder eine Lehrstunde. Oh, da kommt der Dreher. Und wir profitieren noch von dem Dreher in der letzten Runde. Auf jeden Fall nicht verdient, aber trotzdem hat es mir wieder Spaß gemacht und ich brauche jetzt erstmal eine Dusche, Freunde. Puh. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich wie immer über ein Like auf das Video freuen und in dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Macht's gut, bis dann, euer Yogi, euer Chaos Yogi. Ciao.